Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Banished. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass in der letzten Folge Winter war, als wir aufgehört haben. Das ist hier die Folge 5. Es geht weiter, meine lieben Freunde, bei Banished. So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir den. Was fehlt uns denn hier? Steine, Feuerholz. Oh, na gut, ein bisschen Feuerholz haben wir. Nahrung haben wir auch. Hier, der Woodcutter wird gebaut. Wie sieht's denn aus mit einem Steinbruch? Hatten wir denn nun Steinbruch schon gebaut oder nicht? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Na, das sind aber so Sachen da. Was ist denn hier los? Arbeitet hier keiner einer For beim Forester? Warum arbeiten da keiner? Hier ja, der arbeitet und dem habe ich gesagt, er soll cutten, okay. Gut. Können wir noch einen Forster nehmen? Aber wir nehmen ja hier nur. Also Forester brauchst du ja ohne Ende, wa? Forester. Ah, okay. Du sollst auch cutten. Also erstmal cutten. Dass wir hier ein bisschen auf Holz kommen. So, dich mache ich mal hier unten hin. So. Was ist los? Was ist los, meine lieben Freunde? Die Musik ist ja auch herzallerliebst hier bei dem Spiel, muss ich euch mal sagen. Gefällt mir richtig gut. So, was ist mit ihm hier? Der Taylor, was ist los mit dir? Dir fehlt Leder. Okay. Dir fehlt Leder. Dann wollen wir doch mal den Hunter. Wo ist denn der Hunter? Müssten wir vielleicht. Der war doch hier irgendwo, war? Hier? Was ist denn das hier für einer? Achso, das ist ja der Taylor. Okay, Gatorers hat. Okay. Hunter. Nee, nicht so. So eher. Nee, wie macht man das? So. Hier gibt man noch mehr Hunter. So. Okay. So, jetzt wird es aber langsam. Du hast auch keinen. Warum arbeitet denn da keiner? Arbeitet. Habe ich hier alle rausgenommen? Oder habe ich jetzt zwei Woodcutter, wa? Ah, ich habe zwei Woodcutter, okay. Gut, wenn ich zwei Woodcutter habe, dann brauche ich aber auch. Warte mal, wir nehmen mal die Bilder. Wie viel Stein haben wir denn überhaupt? Nichts. Nichts. Die sind hier am Abbauen. Wir nehmen mal die Bilder ein Stück zurück. Dass wir mehr Arbeiter haben. Okay. Nahrung sieht ganz gut aus. Ich wollte mal was probieren. Und zwar wollte ich jetzt mal ein Steinhaus bauen. Da bin ich mal gespannt. Würde mich mal interessieren, ob dann da mehr Leute reinpassen oder so. Aber was ist das Problem? A stone house cannot be placed in this location. Ja, in what for a location can you then replaced? Oder wie das heißt. Hier kannst du replacen. Warum denn da nicht? Ist das ein Berg oder was? Sehe ich doch hier bei dem Schnee nicht. So. Kannst du hier replacen? Okay, dann place mal hier ein. Na, da wollte ich ja eigentlich später mal einen Markt bauen. Naja, ist egal. Komm. Baut mir mal da ein so ein Steinhaus. Dann will ich mal wissen, ob da mehr Leute reinpassen oder was daran so schön ist. So, dann wollte ich mal gucken. Herbalist, Herbalist, Herbalist. Läuft da alles beim Herbalist? Ja. Mal kurz rauszoomen, ob wir hier irgendwelche verdächtigen Fragezeichen sehen. Nö. So, würde ich jetzt mal spontan sagen, es läuft, es läuft, es läuft. Die Nase läuft sozusagen. Okay, die haben den Auftrag, hier Steine abzubauen. Das ist sehr vernünftig von euch. Wir brauchen aber. Was ist das hier? Guck mal hier, was ist denn das? Quarry. Die bauen dann Quarry. Hä? Ich weiß gar nicht, was ein Quarry ist. Was ist ein Quarry?
Quarry. Baut lieber eine Brücke. Oder wird es vielleicht der Steinbruch? Na, mal sehen. Ach, guck mal hier, was ist denn das? Das sind doch hier bestimmt Kräuter oder sowas, wa? Können wir die, warte mal, können wir die abernten? Jawohl, können wir. Los, dann ernte mal die ganzen Dinger hier ab. Genau, die stehen ja hier nicht umsonst rum. Oh, und Viecher, Viecher ohne Ende, ey. Könnte man ja fast hier noch einen Jäger hinmachen. Ja, ernte ihn mal ab. Ich denke mal, das sind alles Kräuter. Die können wir mal mitnehmen. Ja. So, wie sieht's denn aus? Die Gesamtbevölkerungs... das Glück, okay, ist noch okay. Ein halber Stern zu wenig. Und, okay, die Gesundheit ist extrem gut. Wie sieht's mit Material aus? Mit Material sieht's nämlich nicht so gut aus. Jetzt kommt langsam so ein bisschen was rein. Ich würde auch mal ganz unverschämt, wo können wir denn jetzt noch Holz herholen? Wir haben ja hier schon ganz schön... Oh, guck mal hier, guck mal da, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt muss ich alles noch wegernten hier. Los, kommt Leute, das hier auch noch alles... Holt das alles weg da. Und, oh, wir haben schon wieder 5 Laborer. Komm, holt mal hier das Holz noch. Und die Steine, klar. So, wenn die jetzt nicht so glücklich sind. Wie sieht's hier aus? Warum baut ihr nicht? Weil wir von nichts irgendwas haben. Hm, okay. Wahrscheinlich bauen die gerade woanders. Wir lassen die mal woanders bauen. Das hat jetzt nicht so eine hohe Priorität. Ich frage mich nur, was das hier werden soll. Mit so einem urischen Turm? Wird das der Steinbruch? Das wird ein Steinbruch, oder? Ich habe jetzt völlig vergessen, was Quarry überhaupt heißt. Wo war denn das? Hier, wa? Hier. Ah, der Steinbruch. Okay. Gut, ja, dann baut mal weiter am Stein. So, was ist los hier bei den Neuigkeiten? Vincent has become an... Kann ich mal zu Ende lesen? Ein Kind wurde geboren. Noch ein Kind, Kind. Oh, da werden Kinder geboren, wie die Bescheuerten. So, was können wir denen denn noch antun, dass sie ein bisschen glücklich... Was haben wir hier? Was ist hier low? Stone is low. Stone is low. Oh, guck mal, die haben es alles schon abgeerntet hier, oder was? Na, holt mal mehr Stone, meine lieben Freunde. Dann seid ihr auch richtig schön Stone, wenn ihr mehr Stone holt. Guck mal, wie viel Stone hier ist. Nehmt mal hier das ganze Stone, den ganzen Stone. Hier, den auch. Und hier das ganze Zeug, diese ganzen Blüten und Steine und alles. Hier könnt ihr alles wegnehmen. Hier die ganzen Kräuter. Die ganzen Kräuter könnt ihr... Kann man eigentlich die Dinger jetzt hier auch markieren? Nö. So. Macht hinne, macht hinne. Wir brauchen endlos Stone. Wie sieht's hier aus? Oh, sehr langsam. 91%. Immerhin. Immerhin. Mal hin. Und dann hoffe ich mal, dass wir da ein paar einsetzen können. Ein paar... Ach, der Regen gefällt mir ja nicht so bei dem Spiel. Ist mir zu oft Regen, sagen wir mal so. Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? Zweifach? Okay. Ich will es ja auch nicht übertreiben, ehrlich gesagt. Ich finde es auch ziemlich cool, dass man hier nicht die Escape-Taste drücken muss, um wieder rauszukommen aus den Menüs. Zum Beispiel klickt man nur hier hin, dann ist man wieder raus. Oder so. So, wie sieht's aus? 93%. Okay, Nahrung sieht gut aus. Hier wird das Feld bestellt. Immer noch mit Weizen. Okay, die Hühner laufen. Werkzeug wird produziert. Okay. Da, der Schneider. Was hat er für ein Problem? Der hat immer noch kein... Hat immer noch kein Leder oder was? Hunter, warum holt denn der kein Leder ran? Komm, wir gucken mal hier in unserem
Hier, was ist denn hier los? Warum ist denn hier kein Leder? Hitco, das ist doch Leder, oder? Hier hinten ist auch noch was drin. Boah, der ist auch schon wieder zu 36 voll, oder was? Hier, bringt man den... Ah, jetzt okay. Ah, okay, also es ist schleppend sozusagen. Er baut, er macht langsam. Gut. So, jetzt müsste der Steinbruch mal... Ja, er ist fertig. Wo haben wir den denn? Den Quarry. Quarry, Q wie Quarry. Q, Quarry ist nicht dabei. Was kommt denn da für einer rein? Oh, 15 Leute können da arbeiten im Quarry. Okay, lassen wir für den Anfang mal 4 arbeiten. Haha, jetzt müsste ja gleich abgehen wie Hulle hier. Müsste ja abgehen wie eine Tüte Haarspray, würde meine Oma sagen. So, sehr schön. Okay, Holz, okay, okay, okay. Aber. Nicht genug Holz, würde ich mal sagen. Cool, hier hinten wird schon mal was gelagert. Da hatte ich ja extra eine zusätzliche Lagerfläche geschaffen. So, ihr seid hier auch am Arbeiten, ja, oder? Alles klar bei euch? Ja, stimmt schon. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne, dass hier die Priorität mal ein bisschen hochgesetzt wird, dass sie hier mal das Ding fertig bauen. Weil mich würde mal interessieren, wie viel passen denn da rein? Hier sind 3 Leute drin, das ist das Kind von denen. Also immer eine Familie sozusagen, kannst du sagen. Kommt da rein, okay. Was können wir euch hier noch Gutes tun, damit ihr glücklicher werdet? Was gibt's denn hier? Gibt's doch richtig coole Sachen. Guck mal, hier gibt's zum Beispiel ein Hospital. Also viel Material haben wir gar nicht. Eine Schule. Ein kleiner Brunnen, ja, okay. Brauchen wir im Moment nicht, weil wir haben ja noch gar kein Feuer. Oh, eine Stadthalle. Oh, hört sich gut an. Eine Kapelle. Ein Friedhof. Nein, nicht ein Friedhof. Ist das nicht so lustig, wenn ihre Eltern sterben? Oder wie? Was habe ich da verstanden? Na komm, dann machen wir mal hier außerhalb der Stadt vielleicht. Ein Friedhof? Hier, guck mal hier. Hier. Hinter den? Nee. Mist, ich will den nicht so nah an der Stadt dran machen. Jetzt ist wieder schönes Wetter gerade. Nicht so nah an der Stadt. Ach komm, dann mach hier den Friedhof. Ist doch egal. So. Wie groß soll er denn sein? Kostet der was? 44 Steine? Nein. Ich will nicht. Ich will nicht so einen teuren. Ich muss erstmal Steinvorräte sammeln. Ah, ein paar Steine kommen da schon. Jetzt wird das Haus gebaut. Das ist sehr schön. 81% komplett. Sehr gut. Mhm. Okay. 82%, ja. Das lasse ich mir doch gefallen. Das lasse ich mir doch gefallen. Wie sieht's denn jetzt aus? Die Frage ist, müssen wir noch mehr Nahrungsmittel herstellen? Wir brauchen immer noch mehr Holz. Wir brauchen immer noch mehr Holz. Er hackt ja schon hier wie ein Bescheuerter, unser Förster. Der hat aber noch erst 2 von 4. Hm. Oh, okay. Steinhaus fertig. Sofort Wäsche eingezogen. Gut, ich sehe schon, da können dann doch nicht mehr Leute einziehen als in einem normalen Haus. Aber wahrscheinlich brennt das nicht so gut. Aber da wir ja Brand hier nicht eingestellt haben. Das hier im Boardinghaus. So, 24, 40 davon und hier. Das bedeutet ein billiger, das Ding. Komm, wir bauen erstmal noch billige Häuser. Haha. Wir wollen uns doch nicht lumpen lassen, oder? So, ja. Nein, da hinten ist eine Ecke. Na, reicht auch erstmal 3 Häuser, oder? So. Dann, Leute, zieht her. Es ist schön hier in UFO Town. So. Sobald wir mehr Stein haben, könnten wir dann auch mal die Straßen verbessern.
Stein geht ab wie Hulle, okay. Guck mal hier, ob die. Wenn die so weit latschen müssen. Und hier ist schon der Bereich von meinem. Hier ist ja auch noch einer. Der baut auch ab, okay. Dann lass uns doch mal hier noch einbauen. Hier bauen wir jetzt noch so ein Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine, oder? Hier, guck mal, den hier bauen wir da. Forester Lodge. Die wird auch, oh nee, die muss hier noch weiter nach hinten. Hier so. Zack. Und wir stürzen uns jetzt mal in Unkosten und machen, wo ist die Forester Lodge? Hier war die doch irgendwo. Wo habe ich die hier platziert? Hier. So. Und verbinden die. Oh, am Arsch der Welt. Mal in zwei Richtungen. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist der Weg. Oder? Hier. Ja. So. So baut man da Wege. Dafür werden wir mal noch mehr Bilderer einstellen. Damit es ein bisschen schneller geht. So, okay. Wie sieht es hier aus mit dem Lager? Alles klar. Haben wir echt ohne Ende. Mit den Klamotten sieht es ganz böse aus. Ganz, ganz böse. Fleisch haben wir ohne Ende, aber klamottenmäßig sieht es schlecht aus. Warum? Da können wir auch nicht noch mehr einstellen, oder? Nee. Ah, okay. Du solltest mal lieber arbeiten. Du fauler Schneider, du. Hey. Ah. Oh, Clothes Limit 50, ja. Ach, guck mal, jetzt sind schon wieder welche dazugekommen. Okay, arbeitet schleppend, schleppend, schleppend. Wir können das Ganze aber beschleunigen. Ein paar Steine haben wir schon, indem wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Und vom Lager bis hier zum Schneider einen Steinweg machen. Weißt du? Ich sehe gerade. Ups. Der Steinweg, der wird ja sofort gebaut. Kann das sein? Da müssen sie nicht nochmal rüber hacken oder was? Hm. Okay. Jetzt kann ich nämlich bedeutend schneller laufen, um da das Leder rüberzubringen. Ich verstehe auch gar nicht, warum das überhaupt dahin gebracht wird. Oh, Leute, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals um 12. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch hier mit mir Banished zu spielen und anzugucken. Schreibt doch mal ein paar Kommentare. Das macht immer Spaß. Mischt euch ruhig ein. Kritisiert mich. Sagt ruhig hier, ey, Ufo-Mann. Du alte Flachzange, warum hast du denn ein Steinhaus gebaut? Jeder Idiot weiß doch, dass man ein Steinhaus erst in Phase 5 der Industrialisierung baut oder sowas. Ja, könnt ihr alles machen. Ich werde da immer nett und freundlich reagieren. So, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.